Einen wunderschönen guten Tag miteinander. And bonjour à tous. Buongiorno a tutti. And before we change to the German language, in this video, I try to say some words in English to you. Because we know that there are some people in the world who likes our videos too. And because it's not so easy, no, it's a little bit difficult for most of English-speaking people to understand our Swiss German, I try to make the introduction in English, a small, short introduction. My name is René, HB9 November Bravo Golf. For those who don't know amateur radio, that's my amateur radio call sign. HB9 means Switzerland. It's the prefix for Switzerland, and November Bravo Golf, it's NBG. That's my call sign for the amateur radio operation also on SOTA. And that's what we are looking for in this short video, SOTA. SOTA is Summits on the Air, SOTA. And so a short introduction is that we are mountain hikers. Me and my YL Karin, YL means young lady, that's my wifely, it's my Fraueli, in Swiss German it's my Fraueli, that's Karin, and you can have a look at her, because she's behind the camera now. Hi, that's me. That's Karin, that's my YL Karin, her call sign is HB9 Foxtrot Zulu Charlie. And after a long, long break of about, I think, 4 or 5 weeks, that's a long break for us. We was coming back to the mountains one week ago, we was back in the mountains for some SOTA activations. SOTA activation means that we hike up to the summit, and on the summit we install our amateur radio equipment. And then we make QSOs, and QSOs, that means a connection over radio with our amateur radio equipment. We make some connections over the whole world with our small and simple equipment. And this equipment is the KX2. That's the most important thing. From our equipment, that's the KX2 from Elecraft. It's a full amateur radio station, a complete amateur radio station for operation on the short wave, and we can make connections over the whole world with it, without any other things. That is what we do on the mountains, and we was in central Switzerland for 5 days, overall 5 days. And we've made 8 summits within the 5 days, and these were beautiful days, really beautiful days. And now we change back to the German language, and then we start our adventure, our last adventure. And of course, we are looking forward for another great summer, which will be started in about 4 weeks. Und nun sind wir zurück in Deutsch. Und ich möchte euch alle ganz herzlich auch noch begrüßen hier in Deutsch, in der deutschen Sprache. Ganz besonders begrüßen möchte ich den Frank aus dem Frankenland. Das trifft sich gut. Jetzt habe ich das Rufzeichen nicht mehr. DG4NAY, glaube ich, war das. Hallo Frank. Dann möchte ich auch ganz herzlich begrüßen den Adolf, DF5DK, glaube ich, und die Elfi DJ2. Und jetzt müsst ihr mir hier gestatten, kurz auf unsere Website zu schauen, weil hier habe ich die Rufzeichen. DJ2 Kilo Kilo die Elfi. Wunderschönen guten Tag an euch natürlich, auch an den Carsten, habe einen Golf Kilo India. Und an den Tom, habe einen Bravo Romeo Hotel. Ihr könnt hier einen kurzen Blick drauf werfen.
Sie waren alle zu uns, bei uns zu Gast. Ganz herzlichen Dank für eure Teilnahme an unserem letzten SOTA-Workshop vor den Sommerferien. Auch an den Jean-Pierre, ganz herzlichen Dank für die Teilnahme und toi, toi, toi für deine HB9-Prüfung in knapp einer Woche. Ja, wir waren in den Bergen, wir waren in der Zentralschweiz und wir haben 5 Gipfel aktiviert. Wir mussten merken zu Beginn, wir sind nicht mehr ganz so fit oder wir waren es nicht mehr. Wir haben uns so langsam wieder an unsere Fitness rangetastet. Wir zeigen euch jetzt einige Dias. Wir waren so Großraum Glaubenbergpass um den Vierwaldstättersee und für uns die eigentliche kleine Bergtour, die führte uns aus dem Engelberger Tal hinaus, von Niederrickenbach hoch zuerst auf das Buchserhorn. Dann hatten wir schon mal das Vergnügen, eine erste kleine Alpin-Wanderroute zu wandern. Die zeichnen sich aus mit weiß-blauer Beschilderung. Und da konnten wir über den Bleikigrat dann den zweiten Gipfel, den Musenalpergrat, noch erklimmen und von den beiden Gipfeln auch Funkbetrieb machen. Auch mit vielen englischen Stationen. Es herrschen sogenannte Short-Skip-Bedingungen. Das heißt, die Skips, die unser Radiosignal macht, die sind recht kurz. Die gehen hoch zur Ionosphäre und die kommen recht steil wieder runter. Und so können wir jetzt auch auf dem 20-Meter-Band zunehmend in den Sommermonaten auch englische Stationen und ganz Europa erreichen. Hat hervorragend geklappt. Deshalb auch die kleine Einführung in Englisch für unsere englischen Chaser. So, wir starten mit einigen Dias und wir sehen uns dann auf dem Gipfel mit dem natürlich 2 kleinen Gipfelvideos, die werden dann euch die Gelegenheit geben, euch wieder mal in der schweizerdeutschen Sprache zu üben, beziehungsweise euch die Sprache näher zu bringen. Vielen Dank im Moment und genießt den Trip mit uns in die Zentralschweiz auf unsere letzten SOTA-Gipfel. Nach einem Gipfel und einem feinen Kaffee geht es dann endlich wieder los, ab auf die SOTA-Gipfel. Der Aufstieg von rund 800 Höhenmeter geht so richtig gut. Und nach genau 2 Stunden heisst es bereits CQ SOTA vom Schimbrigen Mäntlebüch, Hotel Bravo, Lima Uniform 006. Eine SOTA-Aktivierung erfordert zwar immer ein bisschen Konzentration. SOTA macht aber so richtig Spass. Die erste von 8 Aktivierungen ist im Kasten und der Abstieg ist überhaupt kein Problem. Wir entschließen uns, am Abend nach Vitznau zu fahren und am nächsten mit der Doppelaktivierung draussen Rigi Kulm, gerade mal so richtig ist Fitness zu testen. Mit über 24 km Marschstrecke, über 1300 Höhenmeter Aufstieg und fast 1900 Höhenmeter Abstieg steht uns eine kleine Monsteretappe bevor. Das erste Stickelte machen wir dann mit der Gondelbahn. Von der Hinterbergen Bergstation auf rund 1000 Meter geht es dann los auf eine wunderschöne Wandertour. Auf der Rigi Scheidegg gibt es ein kleines Päuschen.
Nicht nur wir sind von der atemberaubenden Aussicht beeindruckt. Von hier geht es dann noch so etwa 3/4 Stunde und dann geht es auf den Dossen Hotel Bravo Sierra Zulu 035 Antaktivierung. Gesagt, getan und weiter geht es Richtung Gipfelziel Nummer 2, der Rigi Kulm. Kurz vor dem Gipfel wird es dann so richtig touristisch. Und schließlich ertönt es unserem Äther CQ Sota von der Rigi Kulm Hotel Bravo Sierra Zulu 021. So schön, wie es hier oben an euch war, es wird langsam Zeit für den Abstieg. Das Bähnchen fährt schon wieder einmal ohne uns los. Euer Abstieg ist wunderschön, aber langsam geht es an die Energiereserve. Kurz nach dem 6. Abend hättest du das Tal wieder. Wow, das war eine rechte Tour. Puff! Das Bier ist definitiv verdient. Gesamte miteinander. Am nächsten Morgen geht es von Attinghausen, wo wir die Nacht verbringen. Sprungen haben in einer halbstündigen Autofahrt nach Tallenwil ins Engelberger Tal. Nach einer kurzen Gondelfahrt geht es im herzigen Dorfje Niederrickenbach schließlich auf einen Aufstieg auf das Buchserhorn. Wir gewinnen rasch an Hege und erreichen dann schon bald den Sattel vom Bleikigrad. Und um 10:30 am Morgen können wir schon bereits unsere erste Aktivierung vom Tag machen. What would you expect if you'd spent some time in Australia too? Wunderschönen guten Tag miteinander. Wir haben wieder einmal Sota Time, 1. Juni 2019. Erst meteorologisch Sommertag, wir sind auf dem Buchserhorn, Hotel Bravo, Appala. Hotel Bravo, November Whisky 016. Ich hoffe, es tut nicht zu fest wingen jetzt, ich werde nicht allzu laut schreien. Ein Haufen Leute auf dem Summit oben sind aufgestiegen heute, von Niederrickenbach. Es ist sehr gut gegangen, sie sind langsam wieder besser in Form. 650 Meter Aufstieg, eine Stunde und 20 Minuten, ist doch ist gut gewesen. Nicht top, nicht auch Top-Form. Aber doch, etwa in der Mitte sind wir wieder, am dritten Sota-Tag jetzt. Das ist eine super Sache, wir haben jetzt gerade aktiviert mit dem KX2, ihr habt es gerade gesehen, auf 2 Meter noch. Der Gesprächspartner war ein Engländer, der Gesprächspartner ist ein Amerikaner, der Kilo 9, irgendetwas S7 hat er gemacht. Und das, jetzt habe ich die Zeit nicht genau, jetzt dürfte ich etwa 11 sein, denke ich. 11 am Vormittag auf 20 Meter ist doch nicht alltäglich, als das geht so. Wir waren ein paar Tage unterwegs. Heute ist eine Doppelaktivierung auf dem Programm. Wir gehen nachher weiter auf dem Ausenalpengrad. Aber ich zeige euch noch etwas, was wir gemacht haben den letzten Tag. Wir sehen nicht alles von hier, aber einen Teil sehen wir. Ich übernehme gerade mal schnell von meiner Superkamerafrau. Hallo. Hallo zusammen. Assistenz Karin, haben in Fox Zulu Charlie und heute Portable. So, zeige ich euch mal schnell, da ist eine wunderbare Aussicht. Equipment haben wir gesehen. Da haben wir jetzt noch das FT2 übrigens gehabt. Immer noch, Fräuli, zeigst du noch schnell, mit was wir locken seit neuestem? Ist noch eine wichtige Sache. Wir haben nämlich ein neues Locking Tool. Das erste Mal jetzt auf dieser Tour im Betrieb. So sieht der Bus. Das ist, jawohl, vom H9 Golf Victor Charles Out. D-Lock. Und da sehen wir die aufgeräumte Oberfläche. Das ist unser erstes Tool, das wir elektronisch locken.
Und es sagt uns doch zu. Da haben wir auch noch gerade Spots drauf nachher. Wenn wir dort die einlesen, wenn es dann geht, jetzt haben wir wahrscheinlich gerade ein bisschen schlechten Internetempfang hier oben. Darf sich nicht, doch, das ist sie. Die Spots haben wir auch gerade drauf von den anderen Aktivatoren, die im Moment unterwegs sind. Und unsere. Was meinst du dazu, Frau Ueli? Hammersach. Danke vielmals, Tom. Das erleichtert ist Philipp. Vieles. Da haben wir gerade einen Ruck an Lebensqualität gewonnen. Da haben wir daheim, müssen wir das nicht manuell erfassen. Wirklich sensationell, Tom. Super. Das stimmt. Kann ich also nur bestätigen. Super Sache, Tom. Von meiner Seite auch herzlichen Dank. Jetzt schauen wir Tom mal schnell über zusammen. Das ist eine Hammer-Aussicht hier vom Büchserhorn. Wir sehen hier über. Gestern waren wir hier hinten. Wir sind hier hinten gestartet gestern. Wir sind gerade mal schnell mehr orientieren. Hier sind wir gestartet gestern. Hier drinnen in diesem Sattel. Hinter Bergen Bergstation. Da war jemand hier. Gewesen. Da sind wir hier alles hinten rauf, aufgestiegen. Der, den wir jetzt hier mit drin sehen, ist der Fitznauer Gersauer Stock. Ist auch ein Sotta-Gipfel, aber gerade knapp unter. Jetzt tut das Fräuli gerade unsere Antenne zusammen. Das ist also heute wieder mal HB9NBG Sotta-Dipol mit einem kleinen Mast. Mit dem Teleskopmast. Das ist wirklich eine sensationelle Performance von dieser Antenne. Hat die hier ausgelegt. Sehe hier noch gespannt über einen Stock, der einen Schenkel. Der andere Schenkel, vielleicht mal, man es sieht, das ist ein gelber Draht, sieht man fast nicht. Haben wir ausgelegt am Boden als Gegengewicht. Wunderbare Sache. Wenn wir hier rüberschwenken, da sind wir vorhin noch gesehen, habe ich schnell abgeschweift. Wir sind dort aufgestiegen, hingen, wie gesagt, hier neben dem Gersbacher Stock durch, links. Ist zwei Punkte, haben wir nicht gemacht. Sie ist stattdessen hier rauf, Richtung Regischeidegg aufgestiegen, hier hinten rauf. Über die Regischeidegg sieht man jetzt mit diesen Häuschen hier. Irgendwie Burggeist heisst das Restaurant. Sind wir hinten wieder runter. Und dann sind wir hier aufgestiegen auf eine Dosse. Das ist der Dosse Hotel Bravo Sierra Zulu 035. Von hier sind wir wieder runter. Und nachher haben wir hier noch die Regi. Aktiviert Hotel Bravo Rigi Kulm, Hotel Bravo Sierra Zulu 021 und dann noch den ganzen Abstieg zurück auf Fitznau. Es war eine riesige Tour, 24,5 Kilometer, 1314 Meter Aufstieg, 1850 Meter Abstieg, 6 Stunden 53 Minuten Marschzeit. Wir sehen hier oben abend eine Wunde. Heute sind wir wieder erholt übrigens. Sehr gut. Wir haben in Attinghausen geschlafen, im Hotel Krone. Sehr, sehr empfehlenswert. Sehen hier über, haben wir jetzt gerade geschwenkt, über den Vierwaldstättersee. Sehen hier im Blickfeld der Pilatus. Ein wunderschöner Tag. Wir gehen dort hinter uns zu, heute zu oben. Morgen werden wir vom Langis aus, Glaubenbergpass, Schlierengrat und Jänzi aktivieren. Sehen hier abends zu, schwenken wir jetzt Richtung Südwesten, West-Südwest. Sehen hier über das Engelberger Tal. Wunderschöne Aussicht. Wirklich wunderschön. Sehen hier über uns zu, Richtung Region Brise. Ist alles noch sehr im Schnee. Wir sehen oder Haldigrad hier hin, 1930 Meter. Alles total im Schnee. Hier über, das ist unser zweites Ziel von heute, das ist der Musenalper Grat, ein weiss-blauer alpiner Weg, wo wir hier über einen Grat über werden marschieren. Wunderbare Sicht hier, wirklich hier oben. Wir sehen später, schauen wir noch von denen über auf Niederbauenkulm, das zeigen wir euch dann von der anderen Seite an. Mein Rufzeichen übrigens HB9NBG, HB9 November Bravo Golf, der René und Skarin, HB9 Fox Zulu Charlie. Jetzt wieder hinter der Kamera. Also Leute, endlich wieder einmal ein Sotta-Video. Sehen uns nachher auf dem Musenalpergrat. Merci für die Aufmerksamkeit. Tschüss zusammen. In einer halben Stunde Betrieb kommen dann für uns beide je 12 Kuh so ins Lock. Wir geniessen noch ein bisschen die prächtige Aussicht und machen uns dann auf einen Weitermarsch Richtung Musenalper Grat, ist am zweiten Gipfelziel für heute. Auf dem Bleikigrat folgen wir jetzt um einen weiss-blau weissen Wegweiser Richtung Musenalp. Cool! Der
erste einfach alpin Wanderweg in diesem Jahr 2019. Und sogar ein bisschen kraxeln können wir. So genial! Vor dem letzten Schlussaufstieg noch einmal ein Blick zurück auf das Buchserhorn. Der Winter macht langsam euch hier oben dem Frühling Platz. So schön! Geschafft! Jetzt geht's an die Aktivierung vom Musenalper Grat. Also, wunderschönen guten Nachmittag jetzt. Vorher haben wir Vormittag, jetzt haben wir Nachmittag. Wir sind auf Hotel Bravo, November Whisky 017, sind jetzt auf dem Musenalpergrat. Sind übergelaufen über den Bleikigrat, das habt ihr vorhin gesehen in der Dia-Show. Eine wunderschöne kleine Überschreitung, eine kleine Kraxelstelle drin. Wirklich wunderschön ist der Rest Weiss-Blau weg das Jahr für uns. Und er war absolut schneefrei. Jetzt haben wir hier aktiviert. Wir hatten vorhin einen QSO mit einem neuen, mit dem H9 Echo Mike Golf. An dieser Stelle Andi, glaube ich. Schönen guten Nachmittag. Du hast uns gesagt, es sei nicht sehr viel oder es laufe nicht sehr viel. Da ist gelaufen wie verrückt. Ich glaube, 23 oder 24 QSO innerhalb nicht so langer Zeit. Ganz Europa, also Übersee hat es jetzt nicht gehabt, aber ganz Europa. Sehr gut gegangen. KX2, einmal mehr H9 NBG Sota Dipol. Jetzt lege ich den schnell auf die Seite. Das war übrigens noch eine geniale Sache hier. Weil vor einem Jahr, am 18. April, glaube ich, irgendwie, im April habe ich hier den Mountain Goat gemacht. Den Sota Mountain Goat habe ich hier machen, die 1000 Punkte überschritten. Jetzt sind wir etwa, bin ich etwa bei 1800, irgendwie 1800 Punkte. Also gibt es dann gleich den zweiten Mountain Goat, wenn dann alles gut geht in diesem Jahr. Mein Rufzeichen übrigens ist am 9. November Bravo Golf der René. Jetzt übernehme ich mal die Kamera von meiner Kamerafrau. Und meine Kamerafrau flitzt hier auf die Seite rüber. Und hallo. Hallo. Alles gut gegangen, gell? Ich sehe hier über uns zu, wo wir sind vorhin. Also wir waren hier vorhin auf dem Buchserhorn hinein, sind wieder abgestiegen und nachher hier über einen Bleikigrat. Hier hinten hat es ein paar Kletterstellen drin, ist wunderbar, weiss-blau-weisser Weg. Ich sehe hier über das Zug, sehen wir gerade hier wirklich noch der Spitze von der Rigi. Rigi Kulm, hier ganz weit weg, Wetter wunderschön, sehr viel Volk unterwegs heute auch. Aber zwei wunderbare Aktivierungen. Ist nicht riesengross, ist etwa 860, 870 Meter Aufstieg im Ganzen, wo wir gemacht haben. Wir sehen jetzt hier, sehen wir den Gross und den kleinen Mieten. Dort ist der H9 CRY und der H9 Delta Bravo Mike gewesen. Herzliche Grüße an René und an Marc. Vielen Dank fürs Zurückkommen auf unsere CQ-Rief. Das hat sehr gut natürlich geklappt auf die Distanz. An dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank allen anderen Stationen. Ich sehe hier über, das ist Niederbauen-Kulm. Sieht man, ist etwas über 1900 Meter. Auch ein 6-Punkter, wie auch die, die wir heute machen, ergeben für uns Sota-Aktivatoren jeweils 6 Punkte auf unser Aktivatorenkonto, wenn wir mehr als 4 QSO machen. Das hat natürlich wunderbar geklappt heute. Ich sehe hier vorne dran noch den Klevenstock. Den haben wir noch nicht gemacht. Das ist, glaube ich, 4 Punkte. Das ist der Region Prise hier. Also wenn wir hier rüber schwenken, dann sehen wir hier den Prise auch noch. Eine super, super, super Sache. Frau Lühn, hier gerade die Antennen oben runter noch. Super, super, super Sache. Wunderbar, nimm das noch ein bisschen zusammen. Wir sehen hier hinter uns zu. Richt über uns zu ins Engelbergertal hinten. Steigen nachher hier hinten ab wieder. Wir sehen auch gegenüber hier den Pilatus. Ein wunder, wunder, wunder schöner Sota-Tag heute, den wir wirklich hier geniessen dürfen. Und noch würde ich mich von euch verabschieden. Jetzt nicht verschrecken, ich mache schnell einen Juchzer und da ist einfach ein bisschen Leute. Gut, da ist zurückgekommen. Also Leute, das wäre es wieder einmal gewesen mit Tricks und Gags. Nein, Witz, Spass auf das Velo. Sehen uns gleich wieder. Vielleicht morgen Schlieren Gradienzi.
werden wir wahrscheinlich nicht ein grosses Video machen, aber wir sehen uns hoffentlich gleich noch in der richtig hohen Alpen oben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr findet alle Informationen www.lutz-electronics.ch. Dort erfahren ihr alles über SOTA Summits on the Air. Das ist das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Geben ihr einfach die SOTA, noch findet ihr das Searchfeld SOTA. Dann seht ihr, was das ist. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Da oben gefällt es so gut, dass wir sogar eine Stunde Betrieb machen. Je 23 QSO können wir dann in Iser beider Loks schreiben. Der Abstieg Richtung Süd, Richtung Niederrickenbach, ist Genuss pur. Die Doppelaktivierung vom Buxerhorn und Musenalper gerade im Sommer ist zwar keine Monstertour, dafür aber Genuss pur. Genial ist einfach, dass wir die Nacht in Saarne verbringen. Da darf natürlich das Fiesli-Baden im Saarnersee nicht fehlen. Und nach einer erfrischenden Dusche gibt es etwas Feines zu Nacht. Ein Güte miteinander. Und Gesamte miteinander. Mit der Doppelaktivierung vom Schlierengrat und dem Jänzi am Gläubenbergpass steht am vierten Tag wieder ein relativ sportliches Unternehmen auf unserem Programm. Wir starten beim Berghotel Langis und nehmen beim Schwendikaltbad den direkten Aufstieg Richtung Bernersteig. Der Weg verläuft auf der Kreta und so haben wir immer einen wunderschönen Blick auf den Schimbrig. Den haben wir vor ein paar Tagen gemacht und ist wunderschön gewesen. Der KX2 mit der Teleskopantenne AX1 von Elekraft macht die Aktivierung auf dem Schlierengrat zum Kinderspiel. Und schon geht's weiter, zuerst steil bergab bis zum Talgrund. Und dann auf der Gegenseite noch viel steiler wieder hoch zum anderen Grat, auf dem, was der euer Jänzi ist. Wir haben die gleiche Tour schon 2018 mit den Schneeschuhen gemacht. Ja, es ist aber euch im Sommer nicht nix. Geschafft! Und CQ Sota vom Jänzi HBOW 022. Cool, auch hier gibt es 11 QSOs in beiden von Iser Loks. Eine wunderschöne Landschaft. Warum denn euch nach Kanada auswandern, wenn das Gute doch vor der Haustüre liegt? An diesem Tag ist euch der Tom, der HB9 GVC, auf dem Schimbrig aktiv. Und wir haben herausgefunden, dass wir morgen alle das Gleiche geplant haben, nämlich die Aktivierung der Fahrner HBLU010. Also haben wir das gerade gemeinsam gemacht. Es ist eine kleine, gemütliche Tour. Gerade richtig für den Ausklang von unseren 5-Tages-Aktivitäten.
Und so geht es um 9:30 bereits ans Aufstellen auf dem Summit. Während Tom mit der resonanten Variante von einer Vertikal arbeitet, setzen wir unsere H9 NBG SOTA Dipol ein. Schlussendlich sind dann alle Aktivatoren glücklich und zufrieden und wir machen uns gemeinsam auf den Abstieg. Es war ein geniales Tierli. Vielen Dank an Tom für den lustigen Sota-Tag. Und damit das Verdell für Heimfahrt euch einfach bedenkenlos bequeme Schuhe anlegen können, haben wir unsere Füße noch im erfrischenden Wasser gebadet.